Korall. In dem Falle, weißt du vielleicht, gibt es vielleicht im Steinmensch? Ja, Tonka. Ja? Ihr Plan hat schon Früchte getragen. Sehr gut. Ich habe mit Breitenberg geredet. Er ist sofort darauf angesprungen. Sofort. Und hat mir bereits am Telefon erzählt, dass wieder die Dealer seine möglichen Zeugen sind. Ein gewisser Redfield. Sagt Ihnen der Name was? Ja, natürlich. Der ist von der Dienstaufsicht bei uns. Richtig. Und Redfield soll wohl Zeuge gewesen sein oder mitbekommen haben, wie der arme Breitenberg mehrfach wegen der gleichen Akte beurteilt wurde. Ich verstehe. Soll ich dir sagen, wie du nochmal sein Vertrauen 100% gewinnen kannst? Ja, wie? Zeig Breitenberg, dass du gegen den Staat agieren willst für ihn. Ich sag dir warum. Kotzi ist ein korrupter FIB 01er. Kotzi muss unbedingt verurteilt werden. Willst du, dass Kotzi verurteilt wird? Ich will, dass Kotzi sich verpisst, dieser Offer. Okay, ich habe einen Plan. Was hältst du? Guck mal, wir können Breitenberg für uns nutzen. Immer wenn du jemanden loswerden willst, vom PD oder FIB, machen wir Breitenberg darauf heiß. Das heißt, er agiert dagegen, weil er muss dagegen agieren, weil das sein Wesen ist. Und gleichzeitig sind wir diejenigen auf der anderen Seite. Das heißt, ich bin eigentlich derjenige, der ihn dann verteidigt. Aber wir wollen ihn raushaben. Breitenberg ist derjenige, der gegen ihn vorgeht. Ja, richtig. Wir sind geschützt unter dem Breitenberg-Mantel. Dass er gewonnen hat. Breitenberg freut sich, dass er gewonnen hat. Das heißt, er wird es immer wieder machen, weil er hat endlich mal ein Erfolgserlebnis bekommen. Ja, das richtig. Heißt, wir können ihn dauerhaft nutzen, wenn wir PDler raushaben wollen oder FIBler. Ja. Wir stecken das Breitenberg. Breitenberg geht vor das DOJ, macht eine Demonstration und zack. Gut. Dann habe ich schon mal eine Idee. Ich rufe jetzt Breitenberg an und führe ihn mit der Information, dass Kotzi gegen Kaki-Kartell agieren will und alles dafür tun will. Ich tue einfach so, als ob er Breitenberg über alles hasst, ja? Ja. Und vielleicht ruft er dich dann an und gibt dir schon einen Auftrag, okay? Ja, sehr gut. Alles klar, Steinmann. Ich werde auch noch mal ins Feuer gießen. Alles klar, bis dann, Bunga. Tschüss. Ja, hallo? Breitenberg, können wir uns treffen? Wo sind Sie? Ich bin beim PD, aber ich sag gleich Hamza, dass ich kurz was zivil machen muss. Okay. Hamza ist ein Freund von uns, oder nicht? Ja, Hamza ist nicht unbedingt schlecht, aber er ist auf jeden Fall nicht korrupt. Ich weiß. Dass Sie das wissen. Okay, ich habe eine sehr, 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 sehr wichtige Information. Ich treffe mich jetzt mit Ihnen, ja? Ich komme zu Ihnen. Okay, geben Sie mir 2 Minuten, ich bin in der Pizzeria. Sie können ja irgendwo in der Nähe warten. Okay, ich komme zu Weshmushi, ja? Okay, bis gleich. Bis gleich. Hamza? Haben Sie nur eine Sekunde zu zweit? Ja. Komm sofort, ja. Kannst du die Kette eventuell abnehmen? Natürlich. Dankeschön. Entschuldigung. Ich zieh dir gleich. Ich fick mich gleich! Komm her! Sag mir das nochmal! Bei ihm ziehst du aus, bei mir, ne? Ja, weil er ein Arschloch ist und ein Spisser! Ja, weil du weißt, dass ich dich nicht ficke und weil du weißt, dass ich dich ficke und es schief geht. Okay, hörst du. Ich muss unbedingt zu Weshmushi. Okay. Ich fahr dahin, ich hab einen Plan mit breiten Arsch. Und das kann gut für uns sein, ja? Ich mach das mit Steinmensch, also alles legal, keine verschiedenen Sachen. Erzähl mir so einigermaßen. Achso, ja. Okay, ich weiß Bescheid, dann ist das abgesegnet, so bist du auf der sicheren Seite. Okay. Du hast also einen Termin mit Steinke und Nein, nicht mit Steinke. Steinke ist eingeweiht. Ich muss mich nur in Weshmushi treffen mit breiten Arsch. Okay. Und Hamza, ich will diese scheiß Beförderung. Ich mach, was du willst. Eine Woche, du kannst mir in meinen Mund spucken. Ich will nur Lieutenant. Okay, du bringst mir eine Woche lang... Alles! Fufu von deiner Mutter mit. Halt deine Fresse. Krieg ich doch eh von deiner Schwester. Hey! Endlich, Digga. Wallah, mit Hamza macht das PD viel mehr Bock. Officer, Sergeant Duanga Kalinga Fufuna und einer OSS. Duanga? Ja? Es wäre für dich im Vorteil, wenn du sofort wieder zum PD zurückkommst mit dem Fahrzeug. Warum? Weil sich irgendjemand, glaube ich, bei der Dienstaufsicht verpfeift. Weil du alleine bist. Hey, das ist doch mal. Ja, aber der Hamza weiß doch Bescheid. Das ist nicht deins. Hamza weiß doch Bescheid, dass ich weggegangen bin. Achso, okay. Irgendjemand hatte gerade gefragt, ob jemand da ist und der Dienstaufsicht. Deswegen. Wer war das? Ich weiß es nicht. War das dieser Rüd, dieser Holländer? Nein, da war das nicht. Ich stell. Ja, pass lieber auf, ja? Okay, ich liebe dich so viel. Tschüss. Tschüss. Wanga. Willst du Pizza essen? Oh, Entschuldigung. Das ist die Merda. Chef. Hallo. Wie heißt dein Name?
Ich bin Eule. Hallo Eulmensch. Hola, Duanga Mensch. Ich muss unbedingt mit Breitenarsch reden. Hast du mal italienische Fufu gegessen? Das gibt es gar nichts. Ja, frag mal die Italiener. Aber ich kann italienisch singen. Sing mal. Parmigiano, Frigadello, mio amore. Parmigiano, Figaro, mia Marigaro, Ristorante Pizzeria. Ah, war schön. Danke. Ich kann auch. So, ihr seid alle festgenommen, Motherfucker. Ich bin erschrocken. Ach du Mann, geschätzt. Natürlich nicht, Mann. Ich bin nur ein korrupter Arschloch. Nicht, dass noch jemand eine Klinge zückt. Dann zucke ich meine Waffe. Oha. Herr Breitenberg, gegen Sie wird ermittelt. Deswegen möchte ich Sie bitte kurz unter vier Augen, ja? Gut, gib mir eine Minute. Sir. Machen Sie 20 Minuten draus. Ergibt es italienische Fufu? Nein. Okay, Herr Breitenberg, wir haben nicht viel Zeit. Die denken, ich wollte mir nur Essen kaufen. Kennen Sie Konsti von der 01 von der FIB? Nein, wieso? Er war gerade da mit Hamza und hat geredet über das Kaki-Kartell. Achso, Konzi. Ja, Konzi kenne ich. Ja, Konzi. Ich nenne ihn mal Kotzi. Und der mag mich überhaupt nicht und ich mag ihn auch nicht. Deswegen gebe ich dir jetzt ein paar Informationen. Okay. Kotzi will alles dafür tun, dass das Kaki-Kartell komplett hochgenommen wird. Es Sicher? Ist die Rede davon, ja, 100%. Es ist die Rede davon, 70-80% von dem, was ihr habt, zu beschlagnahmen. Ich gehe davon aus, dass Kotzi sehr einvernehmlich ist, weil ich sag ihm, wie es ist, er hasst sie richtig heftig. Er redet nur von dir und er hasst sie komplett, Kollege. Er will dich tot machen, am liebsten. Egal, was Hamza sagte mit, ja, wir müssen das beantragen und so weiter, sagt er, nein, ich will das nicht zulassen und die haben keine Rechte und Kaki-Kartell macht, was sie will und Breitenberg so und Breitenberg dies. Ich kann dir einen Tipp geben. Ich kann Herr Steinmensch fragen, ob er dich vertretet. Ja? Ja, wie, ja. Hallo, Breitenberg! Nehmen Sie mal kurz eine Sekunde, ich muss ganz kurz ans Telefon. Wow. Ey, was geht hier vor sich? Alles gut, wir haben gerade nur ein Spiel gespielt. Breitenberg, geht's Ihnen gut? Wesley, danke dir. Ah, es geht mir gut, es geht mir gut, alles gut, ich hatte nur eine kleine Stimmung. So, okay. Also, das, was Sie gesagt haben mit Steinke, das stimmt. Er hat mich angerufen und er will mich vertreten. Jetzt kommen Sie. Hat er Sie schon angerufen? Er hat mich angerufen. Okay. Ich würde unbedingt gerne mit mir zusammenarbeiten. Jetzt kommen Sie auf mich zu und erzählen mir das mit Konzi. Mit Konzi waren wir eigentlich relativ neutral. Was hat er gegen uns in der Hand? Weiß ich nicht. Er wollte mir das nicht. Er vertraut mir überhaupt nicht. Konzi hasst mich richtig. Der hat mir auch gesagt, ich sage Ihnen ehrlich, wie es ist, Sie sind ein Drecksbediener und Sie gehören gar nicht ins PD. Nein, das hat er nicht. Ich schwöre auf meine Mutter, das hat er gesagt. Genau das hat er gesagt. Er hat komplett mein Leben. Er hat gesagt, ja, ich sage Ihnen das so wie ins Gesicht wie kein anderer, sonst Sie sind ein scheiß Polizeimensch. Okay. Und gut. Er wusste nicht... Er wusste nicht, dass ich im Kofferraum saß von ihm und Hamza. Diese Information weiß er nicht, dass ich sie weiß. Er und Hamza, wie gesagt, haben direkt geredet. Ich finde, Hamza hat sehr gut geredet. Natürlich, er ist Polizeimensch, er muss gegen sie sein. Aber Konzi wollte alles dafür tun, dass das Polizei mitwirkt bei diesem, die nennen das Familienausflug, was auch immer das heißt. Moment mal. Aber warum wir? Ja, du hast einen Kalender von vorne, das heißt, hallo? 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 Ja? Duanka, ich bin's hier, Ruth von der Heide. Ja, bitte? Ich wollte nicht. Warte kurz, mach ich dir los hier. Hörst du mich, Duanka? Ja, ich höre dich. Ich wollte einmal ganz kurz sagen, ich wollte mich entschuldigen, dass ich gerade mich widersetzt habe gegen deinen Befehl. Du warst der Ranghöchste. Ich hätte dich da vom TV nicht bloßstellen dürfen. Da wollte ich das nur auf den direkten Weg einmal geklärt haben. Ich verzeih dir und ich liebe dir so viel. Alles klar, schönen Tag dir noch, ciao. Bis später. Das neue Polizeimensch, so ein Holländer, der ist eigentlich ganz nett. Aber ich sag dir eine Sache. Konsti wird euch fick macht, Breitenberg. Aber wie? Was hat er in der Hand gegen uns? Viel. So wie er geredet hat, er sagte, Hamza, du weißt, er sagte was. Und jetzt hör mir genau zu. Ich look dich nicht an, er hat was von Videoaufnahmen gesagt. Videoaufnahmen? Videoaufnahmen. Hm. Okay, wollen Sie Konsti aus dem FLB haben oder nicht? Komplett. Und jetzt... Duanga, ich sag ihm was. Ja. Yeah. Ich vertraue Ihnen jetzt zu 100%. Okay, ich Ihnen auch. Ich will mit Ihnen zusammenarbeiten. Ich auch mit dir. Wenn wir Steinke auf unserer Seite haben, ich habe noch alternativ einen Anwalt, der ist sogar noch besser als Steinke. Er wird sich erst in den nächsten Tagen offenbaren. Scheiß auf die andere. Steinmensch ist auf ihn ist Verlass. Wenn er, du weißt, er greift an wie ein Wolf. Das stimmt. Okay. Wenn Konzi sie raus haben will, dann hauen wir Konzi raus. Okay. So, er will nicht nur mich raus haben, er will mich nicht raus haben. Er sagt nur, ich bin ein scheiß Polizist. Er will euch fick macht, Breitenberg.
Er will euch komplett hochnehmen. Er hat was 100% gegen Sie als Person. Ich hab das gehört. Wenn wir eine Razzia kriegen, könnt ihr auf unser Lager zugreifen? Natürlich, auf alles. Sogar auf eure Privatautos. Und eure Häuser, wenn ihr welche habt. Ihr seid am Arsch. Jetzt hört zu. Versuch nicht die Razzia zu... eure Sachen zu verstecken. Versuch lieber, gegen Kotzi anzugehen. Du musst dir Zeit verschaffen. Es geht alles von Kotzi. Soll ich Steinmensch anrufen oder willst du das machen? Ich mache das. Ja, okay. Mach du das mit Steinmensch. Ich werde jetzt Kotzi beobachten gehen. Ich versuche Fehler zu finden bei ihm, ja? Und noch eine Sache. Ich habe eine Information von Hamza, dass Kotzi Leichen im Keller hat. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. So machen wir das. Wir stellen Kotzi Die haben gefunkt. Ich muss ja sofort los, Breitenberg. Natürlich. Okay. Rufen Sie Steinmensch an, ja? Mach ich. Okay, tschüss. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Officer 130, komm. Ja, tschüss. Okay. Lauf schnell!